Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Heute ist unsere sechste Sitzung der Vertiefung in die Indogermanistik. Ich habe eigentlich heute oder vielleicht gestern schon ein paar Dateien in unsere Dropbox-Ordner hochgeladen. Ich habe früher einen Dropbox-Link euch geschickt, ja? Das ist Vertiefung, Grundfrage und so weiter. Und ich habe einen neuen Ordner, heißt Germanisch. Sie finden, ja, das ist unser Ordner. Ich habe eigentlich viele Sachen hier. Und einen neuen Ordner heißt Germanisch. Ich habe eigentlich ein paar Bilder hochgeladen. Das heißt, Sie finden vielleicht selber die Bilder auch irgendwo im Internet. Ich habe euch eigentlich schon gefunden und dann hier gespeichert. Ja, wenn Sie Interesse hätten, dann können Sie später selber nachschauen. Ja, okay. Okay, ja. Und wie gesagt, heute ist die erste Sitzung für das Germanisch. Wir haben eigentlich zwei Sitzungen für Germanisch. Und heute haben wir eigentlich drei Themen. Nämlich die früheste Sprachdenkmäler, nämlich die Runeninschriften. Und dann Gotisch, das ist eigentlich sehr wichtig. Und dritter ist eigentlich Altnordisch. Okay. Das ist eigentlich Ostgermanisch, das ist Nordgermanisch. Okay. Und dann nächste Woche haben wir zwei andere Themen, nämlich Althochdeutsch und Altenglisch. Okay. Das ist unser Plan. Okay. Ich würde eigentlich jetzt vielleicht euch ein paar Bilder zeigen. Okay. Das ist die Das ist eigentlich keine Runeninschriften. Das ist eine andere Inschriften, was natürlich auch sehr alt ist. Das ist sogenannte Hemd von Negau. Sie finden eine kurze ja, eine kurze Darstellung und über dieses Objekt. Ja, wie sieht es aus? Okay. Es gibt eigentlich eine Inschrift. Ja, das ist unser Helm. Und unten finden Sie eine Inschrift. Ja. Wir werden später diese Inschrift genauer analysieren. Okay. Und da 100 Inschriften haben wir eigentlich eine Website. Das ist aber manche Objekte, für manche Objekte fehlen die Bilder leider. Okay, aber Sie finden bestimmt die Bilder und sogar farbige Bilder auf Internet. Ja, das ist ziemlich einfach, was Sie hier finden. Okay, ja, aber wir werden eigentlich nicht ausführlich besprechen. Das ist. Moment. Es gibt eigentlich eine genaue Erklärung hier. Ja, wir können ein bisschen vorlesen und eigentlich nicht genauer analysieren. Ja, und danach zur Gotisch. Und Gotisch haben wir hier. Das ist eigentlich eine Codex, sogenannter Codex Argenteus, Silber. Ja, das ist eine, wie kann man sagen, eine sehr seltene Handschrift. Und die Tinte ist Silber. Okay. Das ist eigentlich eine gotische Übersetzung des Neuen Testamentes. Okay. Wir werden eigentlich vielleicht einen Satz, ja, aus diesen gotischen Bibel
ein bisschen analysieren. Okay, das ist gotisch. Und danach altnordisch oder altisländisch. Das ist eigentlich gleich, was ich meine. Ja, das ist eine Handschrift. Okay. Und es gibt auch eine Website. Ich habe eigentlich euch früher schon geschickt. Moment. Ja. Komisch. Macht nichts. Wir gehen eigentlich zurück zu hier. Okay, ja, das ist dieser Website. Heißt Codex Regius und so weiter. Das ist eigentlich Poetic Edda. Okay, das ist für Altnordisch. Und da Althochdeutsch können wir auch ein Handschrift anschauen. Das ist sogenannte, mache ich ein bisschen größer. Ja, das ist sogenannte Straßburg-Eide. Sie finden auch eine kurze Einleitung. Straßburg-Eide, ja. Das heißt, wenn Sie Interesse hätten, dann können Sie auch auf Wikipedia eine kurze Einleitung finden. Okay. Hier ist die Handschrift. Okay. Und ja, es sieht so aus. Und wir können vielleicht auch ein paar Sätze lesen und analysieren. Ja. Und das ist eine vergrößerte Version. Ja, also viel deutlicher. Ja. Okay. Das sieht man besser. Okay. Das ist so. Okay. Und dann nochmal, das ist Altenglisch. Das ist sogenannte Beowulf, berühmte Altenglisch Epic. Okay. Das ist oder Saga. Okay. Das ist so. Okay, ja. Und heute beschäftigen wir uns zuerst mit dieser Negau Inschrift und dann schauen wir die Runen-Inschriften. Okay. Wie gesagt, das ist hier, das ist die Inschrift. Okay. Und diese Inschrift habe ich auch hier gespeichert. Okay, das ist die Inschrift. Und es gibt natürlich eine bestimmte Schrift. Okay, Alphabet, ein Schrift. Und diese Schrift, Sie finden eine kurze Einleitung im Buch, in diesem Buch. Ja. Das ist Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Und es gibt ein Band, besonders für historische Sprachwissenschaft. Und Band 2, das ist, es gibt Abschnitte über Germanisch. Und dieser Abschnitt ist von Nedoma. Der Autor heißt Nedoma. Okay? Robert Nedoma in Österreich, Wien. Er ist ein berühmter Indogermanist für die germanische Sprache. Er hat auch eine Grammatik für Altisländisch, was wir eigentlich heute auch benutzen werden. Das ist sein Buch. Moment. Das ist für Altnordisch sehr wichtig. Kleine Grammatik des Altisländisch. Okay. Wir schauen zuerst die Negau-Inschrift. Okay. Hier, das ist eine kurze, ganz kurze Einleitung. Das heißt, das ist eine sehr wichtige Inscription, the most important, ja, before, from the pre-Christian time. Okay, so on the helmet B of ja, Jenjak Negau, jetzt in Slowenia und das ist presumably from the third or second century BCE.
Okay, this is for Christus. Okay, and incised in North Italic or Venetic letters, the inscription reads like this. Yeah. Okay, so ja, deswegen, das ist eigentlich eine ganz kurze Inschrift. Was wir lesen, ist eigentlich nur zwei Wörter, aber wir werden eigentlich genauer analysieren. Okay, das ist, was wir. Das heißt, die Inschrift fängt von rechts, läuft von rechts nach links. Okay, das ist so. Und die Alphabet, schauen Sie, das heißt in North Italic, Venetic Letters. So, was ist das? Ja, das ist eigentlich etruskische Schrift oder Alphabet. Okay, und zur Etruskisch, ich vermute, Sie wissen, was Etruskisch ist. Falls nicht, dann können Sie auch in Google anschauen. Ja, das ist sogenannte Etruscan Civilization. Und das ist eine, das heißt, das ist wirklich früh vor Christus und damals in Italien sehr beeinflusst. Ja, sehr einflussreich. Okay. Und die Etrusker, ja, das ist ein Buch, ich zeige euch. Das ist ein Buch, heißt The Etruscan Language, An Introduction, von Bonfante, ja, von beide Bonfante. Okay. Und es gibt einen Abschnitt natürlich über die Schrift. Okay, das ist eigentlich die etruskische Schrift. Es gibt eigentlich auch zwei Phasen, zwei Stufen. Die frühere, nämlich von 7. bis 5. Jahrhundert, sieht so aus. Und dann spätere, 5. bis 1. Jahrhundert, sieht so aus. Ja. Sie sind natürlich auch ähnlich, aber es gibt Unterschied. Ja. Das ist zum Beispiel für M, sieht ein bisschen unterschiedlich aus. Okay, und die Etrusken, Etrusker haben, hatten damals eigentlich aus Griechisch entlehnt, die Schrift. Okay, das kann man eigentlich vergleichen. Ja, die Etrusken haben ihre eigene Schrift aus westgriechischer Version der griechischen Schrift entlehnt. Okay, das ist quasi so. Okay, dann können wir ein bisschen vergleichen, was hier steht. Okay, dann benutzen wir diese Version, ja, 5. bis 1. Jahrhundert, weil die Negerhand, die Inschrift, ist eigentlich 3. bis 2. Jahrhundert vor Christus. Okay. Erster Buchstab, das ist eigentlich eine H. Eine Aspiration, sieht so aus. Ja? Eine, ja, H-Laut. Das ist eigentlich eine Velar. Okay? Okay, sieht so aus. Ja? Aber in dieser Inschrift, dieser Buchstabe ist ein bisschen schräg geschrieben. Okay? Und dann zweiter heißt A. Ja? A, das ist ähnlich, ja, okay. Und dann dritter heißt ein R, hier. Das ist wie eine D, andersrum. Das ist ein R, okay, R, okay. Das ist H, R. Und dann das ist I, okay. I ist einfach, sieht so aus. Okay. Und dann danach, das ist eine K. Aspirierte Vela, okay, sieht so aus, ja, okay. Man sieht schon, die Form, der Buchstab K ist noch archaisch, ja, das ist, ja. Ja, hier
Hier, das ist eigentlich dieser Standard-Alphabet oder die Standard. Okay, das ist so. Das ist eine K, okay? Aspirierte Vela. Okay, stimmlos. Das ist so. Und dann wiederum ein A, okay? Das ist H, Li, K, okay? Und dann, das ist ein S. Hier, das ist ein S. S steht hier. Okay, das ist ein S. Hier. Das ist ein S. Und dann danach, das ist eine T. Okay. Und T finden Sie hier. Ja, das ist eigentlich eine T. Hier. Sieht so aus. Ja. Und dann danach ein I. Wiederum ein I. Okay. Und dann, das ist wiederum ein T. Okay. Ich markiere vielleicht ein bisschen, ja. Das ist ein. Sieht so aus, ja. Okay. Okay, und danach, das ist eine E. Okay. Und R finden wir oben. Ja, das ist eine E. Ja, das ist eigentlich eine E. Okay. Und da, es gibt eigentlich hier eine I. Ja. Es gibt eine I hier. Okay. Okay. Und dann, das ist eine W. W sieht so aus. Ja. Das ist eine W. Das ist eine W. Okay. W. Und dann danach eine A. Wiederum ein A. Ja. Hafer. Okay. Ja, das ist nicht so kompliziert. Okay. Und da was und was bedeutet diese E-Schrift? Dann gehen wir zurück zur hier. Ja. Man kann eigentlich so schreiben. Das ist eigentlich Hali und dann Kasti und dann Trewa. Ist eigentlich so. Okay. Und dann, was bedeutet Hali? Hali ist eigentlich verwandt mit deutsches Wort Heer. Ja, Heer. Das ist Armee, eine Army auf Englisch. Okay. Und da Hast ist verwandt mit deutsches Wort Gast. Okay. Und dann Teva ist eigentlich für Gott. Okay. Deutsches Wort Gott kommt eine andere Wurzel. Und Teva stammt eigentlich aus der Wurzel für oder aus stammt aus dem Wort für Himmel. Okay. Das ist verwandt mit Lateinisch. Das ist verwandt mit Lateinisch, Deus. Lateinisch, Deus. Ja. Das ist so. Okay. Und das heißt, das ist ein Gott, okay, Teva. Und dann er ist eigentlich Gast. Des Heeres, ja, des Heeren, ja, das ist so. Ja, das ist so Gast. Okay. Ja, das ist eigentlich einfach. Okay, ja. Und danach schauen wir vielleicht zusammen diese Rune-E-Schrift, ja. Ja, Sie finden die Beschreibung. So, inscription on the larger of two golden horns found in Galerhus in southern Jutland, Dänemark. Und das ist ungefähr 400 nach Christus. Okay, das ist schon auch früh.
Wir gehen eigentlich normalerweise zu einer, Moment, Straßburg Heide weg. Okay. Ja, das ist das Bild. Okay. Und zur Hunayi-Schriften benutzen wir eigentlich eine Portal, eine Datenbank, heißt Hunayi Projekte an der Universität Kiel. Okay. Dann klicken wir Abfragen. Es gibt eigentlich einige Abschnitten oder Kategorien. Und hier, Literatur, also eine Inschrift, finden wir allgemeine Informationen. Das ist nach Orten, nach Fundorten geordnet. Und diese Hunayi-Inschriften findet man in Galerus. Okay, und dann klicken wir Gö. Und dann finden wir Galerus hier. Und dann klicken wir diese Golden Horn. Okay. Das ist die Literatur. Okay. Das ist natürlich sehr wichtig. Und deswegen haben wir zahlreiche Literatur und Forschung darüber. Okay. Und dann gehen wir wiederum zurück. Und wenn wir Steckbrief wichtige Daten zu einer Inschrift. Dann finden wir die Beschreibung und manchmal finden wir auch Foto. Ja, okay. Dann finden wir zum Beispiel die Datierung, ja, 400 bis 450 nach Christus. Okay. Und dann die Inschrift lautet so, ja, Erklärer, Gast hier und so weiter. Okay. Und dann und so weiter, ja, das ist. Ja, die andere Beschreibung und die Information, ja. Wenn Sie Interesse hätten, dann können Sie genauer anschauen. Okay. Und für uns wichtig ist natürlich die Erklärung, ja, die Deutung. Okay. Dann klicken wir Deutung zu einer Inschrift. Dann wählen wir ebens Galerus, dann Goldhorn. Ja, hier haben wir die genaue Erklärung. Das heißt, diese Inschrift ist zwar ganz kurz, ja, wir haben eigentlich nur vier Wörter, ja, vier Wörter, sehr kurz, aber es gibt trotzdem unterschiedliche Deutungen. Es gibt insgesamt 17 Deutungen, okay, und aufgelistet sind die 17 Deutungen hier, okay. Ich denke, Nummer 1 ist vielleicht die Wahrscheinlichste. Okay. Dann können wir ein bisschen ja, anschauen und analysieren. Okay. Und erste ja, heißt Ek Hlewa Gastir Hortiar Horna Tawidor. Okay. Das ist so. Es gibt eigentlich zwei Namen hier. Und groß geschrieben H, ja, und das bedeutet Namen. Gasti und Hortia, die sind eigentlich zwei Namen. Und Ik, Ek. Das ist eigentlich ähnlich wie Deutsch. Ich, ja, Eck, Entschuldigung, Eck und ich. Okay. Und dann Name Hlewa Gastir. Okay. Und Hlewa Gastir kann man natürlich auch analysieren. Gast, ja, das ist anscheinend das Wort Gast oder Hasti ist eigentlich ein beliebtes Wort im Namen. Okay. Und dann heißt heute ja Sohn des Horta, okay, und er macht das Horn, okay, Horna, okay, ja. Ja, das ist eigentlich für uns nicht so kompliziert und manche Wörter sind sogar sehr ähnlich wie Deutsche, okay, obwohl vor 1600 Jahren sehr alt ist, ja, heißt trotzdem Horna. Und auf Deutsch heißt auch Horn, okay. Und Tawedo, das ist Machte. Okay. Das ist ein Präteritum.
Okay, das ist so. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich, die früheren Inschriften sind eigentlich nicht so kompliziert. Okay, und hier finden wir auch weitere etymologische Deutung. Und Eck ist natürlich verwandt mit deutschem Ich. Ja, okay. Und ja, ich denke, Sie verstehen, was hier meint. Okay. Das heißt, Eck is actually a first person pronoun and appears as suffixed ka in andere Stellen. Okay. Und dann Chlewa Gastje, das ist ein Personennamen und das heißt berühmter Gast. Und Chlewa kommt aus der Wurzel für hören. Okay, und dieses Hörenwort ist ein bekannte indogermanische Wurzel. Wir haben zum Beispiel in Griechisch Klevos oder Kleos. Okay. Und in Sanskrit, das heißt Schlavas. Okay. Das haben sie. Ich denke, ich könnte euch ein bisschen zeigen. Okay. Das griechische Wort heißt Kleos. Okay. Und dann Sanskrit-Wort heißt Shravas. Das ist Sanskrit. Devanagari Shravas, hier Shravas, ja, heißt Ruf oder Lob und Ruhm und so weiter, Ansehen und so weiter. Ja, okay. Und dann Gastis ist natürlich verwandt mit deutschen Gast. Ja, das heißt ein Gast mit Ruhm. Ein Gast mit Ansehen. Okay, das ist so. Okay. Und dann, das ist Namen, Hortias. Ja, das kann man vielleicht nicht weiter erklären, Hort. Okay. Und dann Tavido, das ist Maid, Erstperson Singular, das ist Präteritum und das ist Schwachverb. Okay. Wir haben eigentlich in Germanisch eine sehr wichtige sehr, sehr wichtige Abteilung der Verben, nämlich schwach und starke Verben, was wir natürlich eigentlich in Deutsch oder ja, zum Beispiel. Ja. Und Starkverben sind eigentlich unregelmäßig, sogenannte unregelmäßig und oder komplizierte. Es gibt Ablaut eigentlich. Aber Schwachverben sind einigermaßen regelmäßiger und einfacher. Es gibt keine Ablaut in Stamm. Okay? Das ist so. Und das ist ein Verb, verwandt mit gotischer Tauja. Okay? Was wir später auch lesen, Tauja. Das heißt machen. Ja, auf Gotisch. Okay, das ist so. Und Präteritum heißt Tawida. Okay, das ist eigentlich so. Ja, hier finden Sie Ihre Schriften hier. Okay. Und die Schrift, der Hune Schrift, finden Sie auch in diesem Buch. Ich zeige euch. Das ist in diesem Abschnitt. Ja, das ist die Hune Schrift. Okay. Und die Runenschrift hat einen bestimmten Namen, heißt Fursak. Ja? Diese Schrift heißt Fursak. Das ist eigentlich ähnlich wie Alphabet. Und was bedeutet Alphabet? Alphabet. Und Alphabet bedeutet Alpha plus Beta. Okay. Das ist ursprünglich, ja, das ist ursprünglich zwei ersten Buchstaben zusammen, Alpha und Beta. Okay. Und dann Fursak heißt die erste fünf oder sechs, Entschuldigung, die erste sechs Buchstaben. Fursak. Ja, Fursak. Das ist so. Ja. Ja, wenn Sie Interesse hätten, dann können Sie selber vielleicht das später anschauen, die Form.
Okay. Und manche Formen sind ähnlich wie die etruskische Alphabeten, ja, zum Beispiel diese H-Buchstabe. Ja. Okay, das ist so. Okay, ja, ich denke, das ist genug vielleicht für das erste Thema, für das erste Thema. Und dann gehen wir zur Gotisch. Okay. Und bei Gotischen benutzen wir eigentlich eine sehr nützliche Website. Ich habe euch eigentlich auch hier schon kopiert. Eine habe ich nicht. Ah, tut mir leid. Das ist gotische Bibel. Ja, das ist sehr wichtig für gotische Bibel. Ja, das sieht so aus. Also sie suchen Urfehler in Google. Dann finden Sie Urfehler-Projekte. Ja. Dann tippen Sie Urfehler, dann kommt diese Website, Urfehler-Projekte und so weiter. Ja. Okay, dann klicken Sie Gothic. Dann gibt es Bibel. Ja, Gothic Bibel. Klicken Sie Database und dann haben wir Table Contents, Inhaltsverzeichnis. Und hier Gospels und Matthäus und John, Luke und Mark. Ja. Dann klicken wir 6. Ja, das ist dieser Abschnitt. Und ich habe gerade erwähnt, wir haben das Verb Taujan hier. Und Taujan heißt machen. Okay, das ist so. Okay, Taujan heißt machen, tun. Ja, das ist Infinitiv. Taujan. Okay. Und dann für die originale Handschrift benutzen wir eine nützliche Website. Das ist, finden Sie in Hanaud. Ja, das heißt Arwin Portal. Okay. Und da haben wir hier. Und unten gibt es eine Inhalt-Hinweis. Ja. Und das ist eigentlich Matthäus 5, fünfter Abschnitt bis sechster Abschnitt. Ja, deswegen lesen wir ein bisschen. Ja, okay. Und die gotische Schrift finden Sie auch hier. Ja? Das ist die gotische Buchstabe. Sieht so aus. Haben Sie hier. Das ist A, das ist B, das ist G, okay, das ist D, das ist Epsilon, das ist E und das ist Q, ja, Q und dann Z, und so weiter. Okay. Die Handschrift habe ich hier gespeichert. Das ist leider nicht so deutlich. Wir versuchen eigentlich hier. Das ist eigentlich nicht so deutlich. Der Text heißt so. Ich kopiere vielleicht Reste der Text. Vielleicht, wir machen nur zwei, vielleicht ein paar Wörter, nicht alle. Okay, das ist so. Und die Handschrift sieht aus. Okay. Ich mache ein bisschen kleiner, da haben Sie vielleicht ein Gesamtbild des Fotos, ja. Okay. Das heißt, bei jedem Abschnitt Anfang, ja, das heißt, Anfang jedes Abschnitts wird mit Golden Tinte geschrieben. Okay. Das heißt so, ja. Sie finden auch hier, das ist Kapitel 6, ja. Matthäus, ja, das ist so. Und erste Buchstabe ist eigentlich hier. Erste ist eine A, okay? Das heißt ad Servis. Und das ist ein A. Und dann, das ist eine T, okay? Ich mache vielleicht eine Markierung, okay? Und hier, das ist eine A, okay? Und dann hier
Das ist eine T. Okay. Und dann, das ist eine S. Hier, das ist eine S. Ja. At Sechwis. Und dann, das ist wiederum eine A. Okay. Wiederum ein A. Und dann, das ist eine I. Okay. Okay. Ja. Und dann, das ist eine Chwe. Das ist eine Chwe. Ja, Chwe sitzt wie ein. Moment. Und Chwe sitzt wie ein. Hier. Moment. Ja. Sieht wie ein, wie kann man sagen, griechisch Buchstabe Theta oder Sitta, ja. Das heißt, ein Rundkreis mit einem Punkte drin. Das ist so. Ja. Okay, und danach haben wir wiederum ein I, kurzes I, sieht so aus, ja. Okay, das ist kurzes I. Und dann haben wir eine Song. Okay. Und Song sieht wie griechisch Buchstabe Psi oder Psi. Ja. Okay. Das ist das erste Wort. Und dann zweites Wort von hier. Das ist ein Hafer. Und dann, das ist eine R. R, ja, das ist ein R. Das ist ein R. Hier. Und dann, das ist ein M. Okay. Ja. Hier, das ist ein bisschen deutlicher. Und dann, das ist ein I. I. Okay. Das ist so. Okay. Und dann ziehen wir zur nächsten Zeile, was leider vielleicht nicht so klar ist. Okay. Da haben wir eigentlich eine O. Hier, das ist. Hier, das ist eine O. Okay. Und dann, das ist eine O. Das ist ein Eng. Entschuldigung, Eng. Das ist ein Eng. Okay. Und dann, das ist eine I. Ein I. Und dann, das ist eine S. Und so weiter. Ja, Sie können natürlich selber noch weiterlesen, aber ja, ich möchte nur euch zeigen, die Handschrift und dann die Schrift. Okay, das ist so. Ja, ich mache jetzt alles weg. Okay. Okay, dann lesen wir vielleicht den Text. Okay. Der Text sieht so aus. Das ist eigentlich sehr sehr praktisch und sehr, ich meine, sehr freundlich. Das heißt, klicken Sie irgendein Wort, dann kommt die ausführliche Erklärung, grammatische Bestimmung und die Bedeutung. Okay. Das heißt, das erste Wort heißt Azechwis und aus der Wurzel Sefwan. Und Sefwan bedeutet sehen. Und da hat, das ist ein Präverb, heißt auf etwas sehen und achten geben. Und so weiter. Ja. Und hier, das ist eher ein Imperativ. Ja, es gibt vielleicht noch eine Bemerkung. Das heißt, unsere gotische Bibel ist eigentlich aus griechischer Bibel übersetzt. Griechisch und Neue Testamente. Und unten finden wir der originale griechische Text. Okay. Ich könnte vielleicht das Rest Griechisch lesen und dann schauen wir gotische Übersetzung. Und da unten, das ist die Standard englische Übersetzung vom Neuen Testamente. Okay. Das Englisch hier ist ein bisschen archaischer. Okay. Nicht so wie modernes Deutsch, Englisch. Okay. Und Griechisch heißt plus erete deten dikaios une hymon me poien en plus ten tro anthropon plus to
Theatenai autois. Ede mege miston ok echete paratroi patri homo humo to en tois uranois. Okay. Ja, die Bedeutung ist eigentlich hier. Ja. Take care that you do not your arms before man und so weiter. Okay. Und plus echete und dann entspricht gotisch at servis. Okay. Heißt achten. Okay. Acht geben. Das ist so. Okay. Und dann aimaion heißt die Kaiosyne. Okay. Und die Kaiosyne, wenn Sie früher vielleicht Altgriechisch gelernt haben, dann wissen Sie, die Kaiosyne, das ist eigentlich ein Wort aus Dikaios. Und Dikaios heißt Recht, okay? Justice, Recht, okay? Und das ist eigentlich ein Substantiv aus Recht, aber hier im Sinne von Arm. Ja. Barmherzigkeit, ja, heißt Almosen, ja. Das heißt Almosen geben und so weiter. Das ist die Bedeutung, okay? Almosen geben heißt Barmherzigkeit. Okay, das ist so. Und dann Iswara heißt Iswara, das ist eine Persona, Personalpronomen. Entschuldigung, das ist eine Possessivpronomen. Okay. Heißt eure. Ja, okay, das ist so. Und in Griechisch, das ist eigentlich ein Personalpronomen, aber auf Gotisch, statt ein Personalpronomen, wird ein Possessivpronomen verwendet. Ja. Es gibt doch ein bisschen Unterschied. Okay, das ist so. Ja, okay. Und dann kommt Negation. Griechisch heißt me und Gotisch heißt nie. Okay, und nicht. Okay, und nicht machen, okay. Griechisch heißt poien und gotisch heißt taujan, okay. Das heißt, ja, machen keine oder geben keine Almosen vor den Menschen, okay. Da machen sie vielleicht in Geheimnis, ja, in Geheimnis. Das heißt nicht von den Menschen, ja, nicht von den Menschen gesehen, ja. Das heißt, ja. Und der altgriechische Text ist ein bisschen komplizierter. Auf Englisch das ist natürlich sehr einfach. Das heißt, not to be seen by them, not to be seen of them. Okay. Auf Griechisch heißt plus to theatinai autois. Das heißt gegen. Plus heißt gegen. Und Theatena heißt sehen, gesehen. Das heißt gegen, oh, das ist schwer auf Deutsch sagen, wörtlich. Das heißt nicht gesehen von der von ihnen. Autors heißt von ihnen. Okay. Und dann Gotisch, Antwerpsia, entspricht griechisch emplosten, okay, das heißt vor den Menschen, okay, und vor den Menschen im Sinne eigentlich in Gegenwart der Menschen oder angesichts der Menschen, okay, und manne ist der Menschen, das ist Genitiv Plural, manna, okay, und du ist zu, ist verwandt mit deutschem Wort zu, okay, ja. Zu sehen, sehen, zu sehen, okay, und zu sehen von diesen oder von ihnen, okay, das ist eigentlich so. Ja, Sie brauchen natürlich nicht jedes Wort verstehen und ich möchte nur euch zeigen die Handschrift und dann die Schrift und dann der Text. Der gotische Text, das heißt, das ist eine Übersetzung aus Griechisch
Okay, und dann die Übersetzung ist eigentlich sehr genau und eigentlich sehr wörtliche Übersetzung. Okay. Nicht, das heißt, die Wortstellung ist sehr genau. Okay. Das ist natürlich, denke ich, für die Muttersprachler ein bisschen ungewöhnlich. Wir wissen natürlich, das Griechisch ist natürlich ein unterschiedlich vom Gotischen. Ja? Und einer ist, ja, Griechisch ist eine Sprachfamilie und dann Gotisch ist eine germanische Sprachfamilie. Und die Satzsyntax ist natürlich unterschiedlich. Okay. Und deswegen, wenn man einfach die griechische Syntax direkt übernehmen, das wirklich komisch manchmal klingt, für die Muttersprachler. Und für uns vielleicht egal, ja, das ist für uns sowieso eine fremde Art der Sprache. Aber ich denke, für die Muttersprachler von Gotisch war damals, ich denke, die gotische Übersetzung war damals vielleicht ein bisschen fremd, ein bisschen komisch, ja. Das ist quasi wie jetzt, wenn Sie einen Englisch-Aufsatz oder einen Englisch-Satz in Google übersetzen. Das ist manchmal ein bisschen komisch, ja. Okay. Aber jetzt, die Qualität ist natürlich viel besser geworden, verglichen mit vielleicht 5 Jahre, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Okay. Das ist so. Okay, das ist gotisch. Ja, wenn Sie Interesse hätten, dann können Sie später selber zu dieser Website gehen. Ja, heißt der Wurfila, ja, heißt der Wurfila und ja, es gibt ausführliche Erklärung hier. Ja, das ist so. Okay, dann schauen wir vielleicht das dritte Thema, nämlich Altnordisch. Okay. Und für Altnordisch benutzen wir einfach die Textprobe in Forzen. Okay. Das ist Moment. In Forzen 2010, er hat eigentlich zwei Strophen aus einer, wie kann man sagen, aus einem Abschnitt der Poetik Edda ausgewählt. Ja? Das heißt Slyms Kvisa. Okay. Und das ist eigentlich Namen. Und Kvisa heißt Gedicht. Okay. Moment, ja. Und er hat eigentlich hier auch erwähnt, das heißt, given here in the linguistic form of its probable 10th century origin, rather than that of the manuscript from 1270. Okay. Das heißt, es gibt vielleicht ein bisschen Unterschied zwischen was auf der Handschrift steht und den Text hier. Okay. Aber er hat eigentlich die ursprüngliche Form, die linguistische Form übernommen. Okay, das ist so. Und inhaltlich, das handelt natürlich, das ist eigentlich eine berühmte, wie kann man sagen, ein berühmter Lied, ein Goethe-Lieder. Ja, wenn Sie Interesse hätten, dann können Sie auch in Wikipedia eine kurze Erklärung finden. Okay. Ja, das ist eigentlich so. Das heißt, inhaltlich wird in 32 Strophen in Versmaßen Diebstahl des Torhammers, okay, und durch den Riesen Trym geschildert und wie Thor als Braut verkleidet seine Hammer zurück erlangt und so weiter. Das ist eigentlich ein interessanter Abschnitt, ja, und interessante Geschichte.
oder interessante Lied oder Mythologie. Okay, und wir haben später auch eine, wir haben auch spätere Darstellung, nämlich das heißt, wie man den Gott Thor als Braut verkleidet hat. Ja, okay, das ist so. Okay, das ist auch so. Ja, okay. Ja, dann gehen wir zurück zur Website mit Handschriften. Moment. Ja, okay. Das ist die Website für die Handschrift. Okay. Und das ist wiederum eine sehr freundliche Website. Wir finden eine Inhalterklärung. Ja, das heißt, das erste Blatt heißt Verlaufspaar und dann spätere Habermal und so weiter. Okay. Und dann unsere Texte finden wir hier. Okay. Ich mache ein bisschen größer. Das ist Blatt 33. Und wir haben diese sogenannte Trümsquisa. Okay. Dann klicken wir diese Seite und dann können wir ein bisschen vergrößern. Okay, das ist so. Ich habe das Bild auch gespeichert. Das finden Sie hier. Okay. Und unser Text fängt von hier an. Okay, ich mache vielleicht ein bisschen, aber vielleicht nicht so groß. Wir brauchen noch die Erklärung. Moment, ja. Das fängt eigentlich von hier an. Und hier gibt es auch ein großes Buchstabe. Buchstabe, aber die Tinte ist leider so schwach geworden. Okay. Und das ist Anfang. Und unser Text heißt so. Heißt, Vlezę was za Windsor es Wagnasi. Oxings hamals auf Sagnasi. Skenk nam at Christa skor nam at Dya. Les jaxa bur at slefask. Okay, das ist ungefähr so, ja. Die Bedeutung ist, ja, enraged was Vintor when he woke up and missed his hammer. He began to shake his beard. He began to shake his hair. The son of earth groped about himself. Und so weiter. Okay. Und das erste Wort heißt eigentlich auf Handschrift Lese. Wir haben hier eigentlich eine Erklärung. Fortin hatte eine Erklärung. Okay. Das heißt, das erste Wort heißt Vlese, heißt enraged, heißt, ja, er ist zornig. Ja, er ist zornig. Erwütet. Wütend. Okay. Und the manuscript has just laser showing the loss of ver before liquids. But when this poem was composed, the ver must have still been there because the word has to alliterate with win. Okay. Und was bedeutet das? Das bedeutet, unsere Handschrift ist eine späte Abschrift der Originale. Und auf dieser späten Handschrift haben wir, das ist sogenannt später, aber trotzdem denke ich 800 Jahre oder 800 Jahre früher. Okay, das ist schon alt. Aber das ist nur verglichen mit einer früheren Stufe. Das ist ein bisschen spät. Okay, das heißt, auf der Handschrift haben wir eigentlich nur Leser. Okay, wir haben am Anfang eigentlich nur einen Buchstab. Okay. Und aber wir wissen, ursprünglich muss ein Urlaut am Anfang stehen, weil wir Alliteration haben. Okay. Wir haben eigentlich eine Alliteration hier, nämlich Leser. Windsor Wagnersee. Okay, das ist eigentlich Alliteration. Okay, das ist, was wir erwarten. Das ist so.
Okay, dann schauen wir vielleicht zusammen die Buchstaben. Okay, das ist A. Okay, ich vielleicht ein bisschen markieren. Das ist dieses erste Wort mit dieser groß geschriebenen, oder? Okay, heißt Laser. Okay, das ist ein A, das ist eine S, das ist eine E. Okay, das heißt Laser. Okay, Laser, Entschuldigung, Laser. Okay, und dann haben wir eine, wie kann man sagen, eine abgekürzte Schreibung für was. Okay, das ist war mit zwei Punkte oben. Was, ja. Das bedeutet war, okay? Okay, und dann haben wir sa hier, okay? Und sa ist eigentlich nur ein Partikel, okay? Sa, okay, sa. Ja, sa, okay. Und dann haben wir einen Namen oder einen Titel, okay? Heißt Windsor, okay? Das ist so. Windsor, okay. Und dann, wir schauen mal zuerst die Schrift, die Buchstaben, und da erklären wir die einzelnen Wörter, okay? Okay, und dann, das ist ein S, steht hier, das ist ein E, wiederum, das ist eigentlich ein. Wie kann man sagen, das ist wiederum eine abgekürzte Schreibung, steht für S hier. Okay. Und dann, okay. Und dann auf der Handschrift gibt es noch ein Wort, heißt H mit einer, wie kann man sagen, mit einem kleinen Hook oben. Okay. Das ist wiederum eine abgekürzte Schreibung für Hang. Ja, ich mache ein bisschen weg. Das ist eigentlich für Han. Okay. Und eigentlich, aber leider nicht hier. Okay. Wir haben eigentlich eine andere Website, Titus. Ich denke, Sie wissen bestimmt, was Titus ist. Und den Titus finden wir hier, Germanisch. Und dann, es gibt einen Abschnitt, es gibt eine Kategorie für Nordisch. Dann klicken Sie Nordic und dann haben wir Poetic Edda hier. Dann klicken Sie HTML-Version und hier, da finden wir die digitalisierte Version von Edda. Und dann klicken Sie hier Song, ja, verschiedene Lieder. Und dann wählen wir unsere Lieder, heißt ja, Streams quasi. Quisa, Entschuldigung. Okay. Und ja, okay. Und Slims Quisa hat eine Abkürzung, heißt so TH, ja, Slück. Okay. Und hier finden wir die, wie kann man sagen, die Transkription, ja. Das ist Han, steht hier. Okay. Ja, okay, dann gehen wir wiederum zurück. Und danach haben wir das Wort, heißt Wagnasi. Okay, das ist Wag. Ja, okay, hier, Wagnasi. Wagnasi. Ja, hier steht Wagnasi. Okay. Und dann. Danach ist leider nicht so klar. Wir können ein bisschen, das ist vielleicht dieser Sins, okay? Vielleicht dieser Sins, okay? Aber danach ist so dunkel, ja. Ja, okay. Vielleicht können wir von nächster Zeile, okay? Von nächster Zeile, das ist auf Sagnasi, okay? Das ist hier, das ist auf
Ja, Sakna Sie. Okay. Ja, okay. Und dann wiederum, das ist. Ja, okay. Das ist Skenk Nam At Christa. Skenk Nam At Christa. Okay, das ist so. Okay. Aber ich denke, das ist vielleicht genug für die Schrift und für die Handschrift. Dann gehen wir zurück zu den Texten und da analysieren ein bisschen. Okay. Das ist ein Text. Okay. Und hier. Heißt Bläser und Bläser, das ist ein Adjektiv, heißt zornig, okay, oder enraged, okay, enraged. Und was heißt war, das heißt, er war zornig, dann, okay, und wer heißt Windsor, okay, und Windsor ist eigentlich ein Titel für den Gott Thor, okay. Und für die Erklärung benutzen wir eigentlich ein Wörterbuch. Dieses Wörterbuch von Jan de Vries heißt Altnordisches Etymologisches Wörterbuch. Okay. In 1907, Moment. Okay. 1977. Okay, das ist so. Dann gehen wir zur Windsor oder Windsor. Okay. Die Erklärung heißt Name oder Name für Tor. Name für, ja, Name für Tor. Okay. Und es gibt, und dann, und Tor, das ist eigentlich ganz sicher Gottesname, Tor. Aber der erste Teil verschiedentlich gedeutet. Okay. Es gibt ein paar Erklärungen dafür. Und einer heißt der kämpfend. Okay. Und dann nochmal heißt der seine Waffe schüttend Tor. Okay. Heißt schwingen oder schütten und weiter. Ja, das ist eigentlich, ja. Das ist, wie gesagt, das ist ein Name oder das ist ein Epithet oder ein Titel für Gott Thor. Okay, das ist so. Und dann gehen wir weiter. Okay, das heißt Winter. Okay, und es, das ist eigentlich ein Relativpronomen. Heißt welcher oder der, der ja, aufgewacht war oder ja, auf Aufstand und so weiter. Ja, Wagner Sie. Okay. Auf Englisch heißt er woke up or ja, awakened. Ja. Das ist eigentlich das ist eigentlich Präteritum. Und Präteritum, Moment, ja. Ich denke, warte mal. Okay. Ja, hier finden wir die Erklärung. Heißt er Wagner Sie woke up awakened. Intransitive. Das Old Nordic has a class of verb in na that have intransitive inquirative meaning, heißt become. Okay, inquirative heißt etwas, das heißt anfangen, etwas zu tun. Okay, und etwas werden und so weiter. Ja, das ist inquirative. Okay, ja. Und die Wurzel finden wir natürlich auch hier im Wörterbuch. Das heißt Wack. Ja, okay. Das ist diese Wurzel, heißt Wacker. Und Wacker heißt wach oder wacht. Okay. Und wach sein oder erwachen und so weiter. Und aus Wacker haben wir eigentlich eine Nasar. Mit einer Nasar heißt Wagner, heißt wach werden. Okay, das ist ein Inkurativer. Ja. Das heißt, dieser Na-Suffix hat eine Funktion,
inkurativ zu werden, okay. Wach werden, etwas zu werden, okay. Und das ist, und dann, Moment. Ja, und dann Vajnasi, das ist Präteritum. Ja, Vajnasi, das ist Präteritum. Vajnasi, okay. Und das ist diese Wurzel. Okay. Und zu Präteritum in Altnordisch können wir, wie gesagt, diese Grammatik, kleine Grammatik von Nedoma benutzen. Das ist für Altisländisch, ja, das ist für uns auch sehr relevant. Okay, und Wagner ist eigentlich eine Schwachverb. Die Information finden Sie natürlich alle im Wörterbuch. Ja? Wagner heißt Schwachverb. Okay, Schwachverb. Das ist ja, wach werden. Okay, und bei Schwachverben haben wir eine, Moment. Natürlich haben wir eine Deklination oder Flexion, Entschuldigung. Ja, Flexion hier. Okay. Ich mache ein bisschen. Ja. Das ist die Personalendung für Schwachverben. Okay. Schwachausgänger des Aktivs. Und dann, das ist Präsens. Das ist für Präteritum. Und dann Integrativ, Konjunktiv, Imperativ und so weiter. Ja, das sieht vielleicht ein bisschen komplizierter aus. Dann schauen wir ein paar konkrete Beispiele. Okay. Und zwei Wörter. Velia heißt Wellen. Das ist natürlich verwandt mit deutschem Wort Wellen. Okay, Velia. Okay. Und das ist auch ein bekannter urindogermanische Wurzel. Okay. Wir haben auch in zum Beispiel in Sanskrit auch, okay, Wellen. Altnordisch heißt Vedia. Okay. Und dann Präsens. Präsens heißt wer, ja, ich könnte eigentlich nicht so gut sprechen. Diese R plus R, ja, wer, okay. Aber wichtig ist, der zweite, dritte Person Singular haben die gleiche Form. Okay? Wer. Okay. Und dann erste Person Plural heißt Velium und zweite Person Plural heißt Velis. Okay? Und dann dritte Person heißt Velia. Okay? Das ist für Indikativ. Und Konjunktiv und Imperativ brauchen wir eigentlich nicht zu berücksichtigen heute. Okay. Und dann die zweite Wurzel oder zweites Wort heißt Kara. Und Kara heißt rufen und nennen. Das ist auch eine sehr bekannte Wurzel. Wir haben auch in anderer Sprache. Okay. Und Kara heißt Kalar. Okay. Ja, Kalar und Konglum, Kalis, Kala. Ja. Es gibt manchmal Umlaut. Ja. Das ist ein bisschen kompliziert. Die Phonologie, die Phonologie der germanischen Sprache, besonders Altenglisch und Altnordisch ist wirklich kompliziert. Es gibt viele sekundäre oder primäre Veränderungen zu Vokalen. Ja, die Entwicklung der Konsonanten ist einigermaßen einfach, aber die Entwicklungen der Vokale sind wirklich kompliziert. Es gibt viele sekundäre Lautentwicklungen. Ja. Das heißt, von Urindogermanisch zur Urgermanisch gibt es natürlich eine gemeinsame Entwicklung. Aber von Urgermanisch zur einzelnen germanischen Tochtersprache, nämlich Altnordisch, Altenglisch und so weiter, es ist wirklich kompliziert. Okay.
Es gibt Brechung und Brechung der Vokale, es gibt Umlaut der Vokale und so weiter. Okay. Und dann die Wurzel Wacker. Wacker heißt wachen. Und Wacki, Wakir, Wakir und Wunkum und Wackis, Wacker und so weiter. Das ist eigentlich Präsens. Okay. Und dann gehen wir zur Prätelitum. Ja, das ist die Prätelitum. Das ist die Formen vom Prätelitum. Okay. Und wack, dann schauen wir vielleicht Kala. Okay. Kala, Prätelitum heißt Karasa, Karasir, Klasir und Konlusum und Konlusus, Konlusu. Ja. Das heißt, Kennzeichen für Präteritum der Schwachverben ist eigentlich dieser Morphem se. Okay. Und dieser Morphem se ist eigentlich verwandt mit deutsches Wort, zum Beispiel arbeiten. Und was ist Präteritum von arbeiten? Das ist arbeitete. Okay. Ich arbeitete. Okay. Das ist eigentlich dasselbe Morphem für Prätelitum. Prätelitum-Morphem für die Schwachverben. Okay. Deswegen diese sie hier. Sie hier. Und ja, hier eigentlich ursprünglich auch sie, aber wegen des Konsonantengroup. Deswegen, ja. Aber the zwischen Vokale. Okay. Das ist so. Das ist eigentlich eine Lautentwicklung. Okay. Okay, dann gehen wir wiederum zurück. Okay, das ist Vagnasi und das ist Präteritum, Schwachverb. Okay, und dann Ok sinns Hammers und Ok heißt auch. Okay, das finden Sie auch in Pforzen. Pforzen hier. Ok heißt und das ist verwandt mit deutschem Wort auch. Okay, auch heißt auch. Und. Okay, und da Hamas. Hamas ist verwandt mit deutschem Wort Hammer. Okay. Das ist germanisches Wort. Okay, Hammer. Okay. Und mit S, Hammer mit S, das ist Genitiv. Genitiv Singular von Hammer. Okay. Das ist so. Und für die Deklination haben Sie natürlich auch Erklärung hier. Ja, das ist eigentlich eine nützliche Grammatik und das ist die Kasusendung. Ja? Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Das ist ein bisschen vereinfacht. Und Genitiv, Kennzeichen ist S. Ja? Das ist so. Okay. Und deswegen Hammers, das ist von Hammern, okay, des Hammers, okay. Und since, das ist sei, okay, his hammer, okay, his hammer. Okay. Und dann Saknasi, das ist wiederum Präteritum mit sie und die Wurzel heißt Sakna. Und oft, das ist nur ein Präverb. Okay. Und Adverb. Okay. Und Sakna finden Sie auch hier im Wörterbuch von ja, Van de Vries. Sakna. Ja, hier. Ja, Sakna. Und Sakna ist eigentlich wiederum aus einer Wurzel, Saka, abgeleitet. Ja, wie gesagt, diese Na ist eigentlich ein Suffix oder eine Infix. Und mit inkorporativer Bedeutung. Okay, ursprünglich heißt es Saka und Saka ist wiederum Schwachverb und Sakna ist auch Schwachverb. Okay, und Saka bedeutet Anklage oder Streiten. Und dann
Inkoativ heißt er vermissen. Ja. Die semantische Entwicklung ist ein bisschen viel, muss ich sagen, von Anklagen und Streiten zu vermissen. Ja. Aber das ist eigentlich so. Okay, sag na. Heißt deswegen wörtlich, Wort, das heißt wörtlich, heißt, ich denke, hat Forzen erklärt, nicht erklärt. Das heißt, er vermisst etwas, aber mit Genitiv, ja, nicht mit Akkusativ. Das ist in Altnordisch so. Okay. Okay. Und dann haben wir Skenk nam at Christa. Okay. Und hier haben wir eine spezielle Konstruktion. Okay. Und Skenk heißt eigentlich Bart. Okay. His beard. Okay. Das ist Akkusativ. Und dann haben wir eine Struktur mit nam plus at. Okay. Und at. Moment, schauen wir. Und Nam bedeutet ursprünglich Nam. Das ist eigentlich verwandt mit deutschem Wort Nam. Okay. Und aber hier, das ist eigentlich im Sinne eines Hilfes, Entschuldigung, Hilfesverb, Auxiliary Verb. Okay. Und da at bedeutet zu, normalerweise mit Infinitiv. Okay, das heißt, wörtlich heißt er nahm zu machen. Ja, das ist eigentlich so. Ja. Natürlich auf Deutsch, das klingt so komisch, ja. Aber wie gesagt, das ist zwei unterschiedliche Sprachen. Okay, das heißt, er begann eigentlich, er begann etwas zu machen. Okay, und das heißt, er begann sein Bart zu schütten. Okay, das ist so. Ja, Chlista, das ist ein Infinitiv. Okay, Chlista. Das finden wir natürlich auch im Wörterbuch. Chlista gehen wir zur Wörterbuch. Okay, und Chlista heißt schütten. Das ist auch ein Schwachverb. Okay, das heißt, Chlista, das ist ein Infinitiv. Auf A. Okay, das ist eine übliche Endung für Infinitiv in Altisländisch oder Altnordisch. Christa. Okay. Heißt schützen. Und es gibt auch etymologische Erklärungen, aber nicht so, manchmal nicht so präzise. Aber wir finden vielleicht manche verwandte Wörter. Ja, das heißt, Altnordisch Christa ist verwandt wahrscheinlich mit Lateinisch Clisare. Okay. Und Clisare finden wir natürlich auch im Wörterbuch von Michel de Vannes. Moment. Ja, das ist ein etymologisches Wörterbuch für Lateinisch, für Latein, herausgegeben von Michel de Vannes aus Leiden. Okay. Obwohl die Qualität der Leiden-Wörterbücher nicht so, ich meine, manche sind gut, aber manche nicht so gut. Okay. Und wir sollen eigentlich immer eine Rezension lesen, bevor wir die Leiden-Wörterbücher benutzen. Okay. Okay. Clisare heißt Move the Houses. Das weiß ich nicht. Ja. Okay. Aber wie gesagt, das könnte mit Lateinisch Clisare ja, verbunden werden. Okay, das ist so. Schwingen und so weiter. Ja, heißt schütten. Ja, das heißt, er schüttet sein Bart. Okay.
Dein Bart, okay. Und dann Score na at Dua, okay. Und Score heißt Haar, ja, Haar, okay. Und Score ist eigentlich verwandt mit deutsches Wort Schar. Das ist eigentlich mit Schar. Schar heißt Gruppe oder eine Sammlung oder eine Gruppe von Sachen oder eine Gruppe von Leuten und so weiter. Ja. Und das ist verwandt mit altnordisch Score. Okay. Schar. Okay, Score. Und wiederum die Struktur Namen plus at heißt, er begann sein Haar zur wiederum zu schütten und so weiter. Ja. Und ja, schauen wir, ob hier eine Erklärung gibt. Er hat keine Erklärung, aber wir finden dieses Verb auch in live. Ja. Das ist ein urindogermanisches Wort, was wir auch in Liv finden. Moment. Ja, ich denke, Sie wissen, was Liv ist. Okay. Dya. Dann gehen wir zur Index am Ende. Das ist Liv. Ja, das ist Liv, Lexikon der indogermanischen Verben. Dann gehen wir zurück zur Index am Ende. Oder Register, Entschuldigung, Register. Dann klicken wir Altnordisch. Es gibt einen Abschnitt für Urnordisch und Altnordisch. Okay, dann schauen wir Dya. Okay, Dya steht hier. Okay, Dya. Und vielleicht ein bisschen zur Aussprache. Y in Altnordisch. Die Aussprache ist Altnordisch. Ü. Das ähnlich wie deutsches Ü. Ja, das ist ähnlich wie diese. Und wenn man ein Akzent, Moment, wenn man ein Akzent darauf schreibt, setzt, das bedeutet lange Vokal. Oder langes Vokal. Ja, das ist so. Ja, Ü, ja, das ist, deswegen, das heißt Dya. Dya, okay. Und Dya, dann gehen wir zu Dejo. Deuch. Deuch. Okay. Das heißt, Moment. Dya stammt aus der Wurzel Urindogermanisch. Moment. Urindogermanisch. Deuch. Ja. Deuch. Okay. Und Deuch, dann gehen wir zu Deuch. Deuch. Okay, Deuch bedeutet rasch hin und her bewegen, schützen. Okay, und wir haben Deuch auch in Sanskrit, im Vedisch heißt Davati und Jungavestisch heißt iranische Sprache Fla Savata. Okay, oder Fla Savata. Okay, und da haben wir auch in Griechisch heißt Syo. Bin in Bewegung, ja. Okay, und dann in Altnordisch heißt Dya, heißt schütten und so weiter. Okay, das ist so. Und so weiter. Ja, das ist eigentlich wie gesagt, eigentlich in vieler Sprache belegt. Indisch, Iranisch, Griechisch, Nordisch, nämlich Germanisch. Und Gotisch und auch in Altkirchenslawisch, auch in Slawisch bezeugt. Okay, Dya. Okay, und dann nochmal heißt Les Yaxa Bur un At Slefask. Okay, und Les stammt aus der Wurzel Rasa. Okay, Rasa. Und Rasa ist eigentlich verbunden mit Germanisch, mit Deutscher. Harten, ja, heißt, ja, harten heißt, ja, harten, okay. Auf Englisch heißt Counsel, Advice, vorschlagen, oder, ja. Okay.
Ja, und raten, rasa, das ist eigentlich ein Starkverb. Okay, gehen wir zur Wörterbuch. Rasa, Moment. Ja, hier. Ja, und Hazar haben Sie hier, heißt raten oder herrschen, erraten und so weiter. Das ist eine reduplizierte Verb. Ja, okay, das ist kein Schwachverb. Ja, das ist eigentlich Starkverb. Okay, reduplizierte. Okay, und dann Präteritum heißt res. Okay, das ist Präteritum. Res. Okay. Okay, ja. Und das ist wiederum hier. Wörtlich heißt das Concert, das hartet. Und dann bedeutet set about. Okay. Oder did, einfach did. Das ist okay. Und dann, was hat er getan? Und ja, Yarsabur bedeutet Sohn der Erde. Okay. Und Yarsa ist das Wort für Erde. Okay. Bur ist Sohn, Sohn der Erde. Okay. Und dann Unat Slefask. Und Slefask, ja, hier. Das heißt, Slefask stammt eigentlich aus Slefa plus Sk. Okay. Das ist eigentlich ein Infinitiv. Aber eine reflexive Verb. Slefask stammt eigentlich aus Slefa und Sk. Okay. Und Slefa mit A, das ist eigentlich Infinitiv. Okay. Und dann Sk ist eigentlich ein reflexiver Suffix. Dann können wir vielleicht zusammen zur Abschnitt 101 gehen. Später. Okay. Ja, das heißt, er groped about himself. Ja, ja Slefa, ich schau mal, wie heißt das auf Deutsch? Für mich grope ist eigentlich nicht so fremd, nicht so bekannt. Und Slefa bedeutet eigentlich ergreifen oder erfassen. Ja, das heißt, er hatte sich selbst ergriffen. Ja. Ungefähr so, ja. Das heißt, er war quasi sehr zornig, sehr wütend und ein bisschen verrückt und sich selbst ergriffen, ungefähr. Das ist so, okay. Glifa. Glifa ist eigentlich ein Starkverb, ST. ST steht für stark, Starkverb. Okay. Und dann schauen wir vielleicht mal kurz diese Erklärung in 101, ja. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Erscheinung in Altnordisch. Ja. Das heißt, Characteristic of Old Norse is a high degree of enclisis of pronouns and adverbs that in the other Germanic languages remained separate words. Das heißt, was bedeutet hier? Das bedeutet, in Altnordischen haben wir eigentlich viele enklitische Wörter. Das heißt, Pronomen und Adverben. Sie sind in anderer germanischer Sprache eigentlich selbstständige Wörter, aber in Altnordischen finden wir normalerweise die enklitische Form. Enklitisch bedeutet, dass es zusammen mit einer vorangehenden Wörter zusammen. Ja. Zum Beispiel, Kala bedeutet ursprünglich Huf, ja, Huft, ja, aber mit Sk. Und Sk ist ursprünglich ein reflexiver Pronomen. Okay? Und dann schreibt man zusammen Krask und im Sinne von einer reflexiver Verb. Okay. Und nicht nur Skö ist für zweite und dritte Person und auch Mk für erste Person, Kolunk und so weiter, I was called und so weiter. Das ist eigentlich so. Und dann noch für Negation und so weiter. Ja, es gibt auch andere. Okay.
Ich denke, das ist vielleicht genug. Sie bekommen eigentlich aus meinem Kurs nur einen Eindruck. Ja, Sie brauchen eigentlich nicht alle Sprachen zu lernen. Sie bekommen eigentlich von meinem Kurs nur einen Eindruck der Handschriften, der Schrift und der Sprache. Okay, das ist alles für heute. Und nächste Woche werden wir Art Hochdeutsch und Art Englisch besprechen. Okay. Aber wenn Sie Zeit hätten, dann können Sie vielleicht die beide Website ein bisschen anschauen. Und besonders die zweite Seite, zweite Website für Art Englisch. Ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Website. Sie haben nicht nur Handschriften, sondern auch ein bisschen langsam, ja. Es gibt auch ja, Aussprache, ja, schauen Sie. Ja, ungefähr so, ja. Ja, Sie bekommen einen Eindruck der Aussprache, okay, das ist so. Okay, das ist alles für heute und vielen Dank für Ihre. Ah, bitte. Der Link zu der neuen Jobbox. Ja, ich werde eigentlich eine, wie gesagt, eine neue Datei in unsere Jobbox-Ordner. Ja, okay. Ja, ich schicke Ihnen später eine Nachricht. Ja, okay. Okay, das ist alles für heute und wir sehen uns nächste Woche. Okay, dann eine schöne Woche. Bleiben Sie alle gesund. Okay. Wiedersehen.